Oh, so YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Wir machen wieder eine 30k Pinpoint-Runde, 5 Runden, unendlich viel Zeit. Mal gucken, wie lange wir brauchen, 2, 3, 4 Stunden, ich weiß es nicht. Manchmal sind wir schnell, manchmal sind wir langsam. Ich bin gespannt, wie lange wir heute brauchen und die erste Runde startet genau jetzt. Es geht nach, lasst mich überraten, Philippinen. Oh, nicht ganz verkehrt, aber nein. Afrika. Christian Faith Ministry. Diesel. Divine Eagle. Foloka Nigeria. Okay. Auch verrückt, oder? Also, das sind so wirklich die Gegensätze von Maximalität. Klimaanlage, eine Satellitenschüssel, ein Vordach mit Marmorsäulen, vergoldeten Säulen, Eingangstor und daneben ja, eine Hütte, die gerade so steht, ohne Löcher im Dach. Das ist schon maximal verrückt. Gegenüber so normale Häuser, nichts Besonderes, aber das ist schon verrückt. Oh, haben wir hier irgendeine Einordnung, wo wir sind? Pharmacy, ne. Manchmal steht ja Gabun State oder sowas dran. Auf Benin? City. Kann ich nur leider nicht lesen. Aber hier vielleicht eher in der Ecke, wenn die schon Benin sagen. Gut, Benin gibt es nicht, also sind wir nicht in Benin. Wenn es irgendwann mal alles gibt auf Google Maps, wird es wesentlich schwieriger. Also solange es nicht alle Länder gibt, ist es relativ gut abgrenzbar zueinander. Wir scheinen der Hauptstadt zu sein, oder? Ich meine, die haben Verkehrsschilder. Ich kann sie zwar nicht lesen, weil sie mit einer Kartoffelkamera aufgenommen sind. Skopuna Road, Second East, Skobonba Road. Vielleicht sind wir echt in Lagos. Oder Sokoto, Sokponba. Wir waren schon mal hier drin. Da waren wir, glaube ich, hier zwischen irgendwo und ich habe es echt nicht gefunden ewig. Weil ich die Road nicht gesehen habe. Wir gehen mal die großen kurz durch. Mushin, Iegun, Lasau, Idium. Ah, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Motorfest runterzuladen. Ha, das wollte ich eigentlich spielen. Gibt nicht ein Free Weekend. Und aus gegebenen Anlass für die, die live dabei sind. Heute ist das Delay 4,2 Sekunden, das Technische. Dann müsst ihr euer Endgerät-Delay noch dazu rechnen. Also schon ein bisschen größer heute. University Road. Also so spontan sehe ich es nicht. Skobomba Road. Aber er sagt ja auch Norden, Osten, Second East Circular. Also könnten wir so Middle vielleicht hier hinten irgendwo drin sein. Ikoru. Skobunba gibt es halt auch nicht als Bezirk, oder?
Na gut, wir fahren mal ein Stück weiter, aber es ist ein guter Hinweis. Ich speichere mir den mal ab für später, um herauszufinden, wo wir sind. Es sind auf jeden Fall große Straßen hier. 15 Sekunden Delay auf deinem Fernseher. Naja, gut, machen wir es wie gestern. Wir gehen auf das Einfache zurück. Ich sage in 3, 2, 1, Mama. Damit kann man, glaube ich, immer ganz gut Delay messen. So, hier haben wir nochmal zwei Straßen. Aber das kann ich nicht lesen, leider. M&M Way. M&Ms? Oh, die hätte ich mir holen sollen. Upper Scabamba Road? Wir sind doch wieder hier unten am Wasser. Beim letzten Mal waren wir dann am Ende irgendwo am Wasser, glaube ich. Ich glaube hier oder sowas. Wir sind von irgendeiner Nordstraße auf so eine Straße gekommen. Liverpool Road oder so waren wir. Und wir haben das hier hinten nur anhand der Kirche herausgefunden, die hier irgendwo war. Die hier, das war eine Kirche, genau. Newport Baptist Church. Und wir standen dann hier oder sowas am Anfang. M&M Road. Upper Road. Mobile Road. Gut, nach meiner Taktik müssten wir nach Süden ans Wasser kommen. Das heißt, wenn wir jetzt ans Wasser kommen, dann wäre das gar nicht verkehrt. Ich lasse mal alle anderen Hinweise außer Acht. Du musst Mama auch in den Chat senden, während du es sagst. Meine Mama kommt nicht in den Chat. Nein, Spaß. Mama. So, da haben wir's. Mama im Chat, Mama gesagt. Für die in der Aufnahme, die fragen sich, was ist denn die Delay-Messung? Ja, das ist technisch manchmal sehr interessant, wie der Abstand zum Broadcaster ist. Wenn man nämlich mitraten möchte, kann man gerne in den Twitch-Chat kommen. Eine große Moschee gab es hier, glaube ich, auch, nicht? Wenn wir hier Glück haben, finden wir so eine vielleicht. Jetzt fahren wir Südosten, jetzt wieder Süden. Circa 12 Sekunden. Schon ordentlich. Ubekun, Benin City. Okay, wir sind in Benin City. Warte mal, Benin ist so ein eigener Staat irgendwo. Nicht Bauchi. Bauchi State gibt es nämlich auch. Das ist auch immer so eine Sache. Das Ding hier, Bauchi State, das ist eine große Nummer. Wo ist denn Benin State? Beninstadt. Ah, dann sind wir hier drin. Okay. Und jetzt sind wir in der östlichen Scabamba Road. Second East Road, M&M Way, da ist er. Die laufen, hier, Scabamba Road, da sind wir. Okay, das ist die Upper und wir machen hier gerade diesen Bogen. Und die Polizei müsste irgendwo... Irgendwo hier sein, ne? Na gut, vielleicht nicht eingezeichnet. Manchmal sind die eingezeichnet, manchmal nicht. Das heißt, wir kommen irgendwo von hier.
Und wir stehen an einer Divine Eagle Tankstelle. Die östlich ist. Vielleicht ist es die hier. Und wir sind aber vor einer Kurve. Da die Straße gerade ist, können wir eigentlich nur hier irgendwo stehen. Da ist eine Tankstelle. Aber eigentlich geht's nur hier, oder? Weil die Second East ist die nächste, die kommt. Aber die Kurve ist schon sehr deutlich. Also wenn ich die Kurve sehe, würde ich sagen, wir stehen hier. Da ist auch der M&M, Mutala Muhammad Way. Vielleicht war es auch die Third Road. Wir gucken mal. Nicht, dass ich Second und Third verwechselt habe. Die Seitenstraße hatte, glaube ich, ein Straßenschild. Okay, können wir gleich abchecken. Also, wir fahren auf die Skobonda Road rauf. Nach Südwesten, Norden, Osten, Süden, Westen. Wir fahren so auf die Skobonda Road auf und wir sind auf der Second East Circular Road, also hier. Und dann vor der Kurve, also dort. Und da ist auch die Divine Eagle Ventures LTD. Das passt. Und die ist bei uns südwestlich, Norden, Osten, Süden, Westen. Also sind wir irgendwo hier. Und du hast gesagt, die Nebenstraße hatte ein Straßenschild. Abovolio Road. Dann würden wir hier stehen. Die geht nach Osten, Norden, Osten. Und wir stehen dann auf der Seite. Bango Bongo. 1,80 Meter. Das mit dem Straßenschild gab uns auf jeden Fall nochmal Sicherheit. Das passt doch. Sehr gut. Ich dachte, wir sind auf der Skobonda Road gefahren. Das war gerade meine Fehlannahme. Aber wir sind da irgendwie... wir sind raufgefahren, deswegen. Ich bin hier nicht mehr weitergefahren, sondern auf die rauf. Deswegen. Okay. Eine erste gute Runde. Mal gucken, wo es uns hin verschlägt. In Runde 2. Also erst hätte ich gesagt, Mongolei. Aber wegen der Menge der Autos würde ich sagen, irgendwo anders, ja. Da sind wir doch wieder in Tunesien wahrscheinlich oder so. Ma'an. Bejar kenne ich auf jeden Fall. Medin, Maret. Wäre zumindest so mein erster Guess. Kann auch noch Vereinigte Arabische Emirate sein. Aber haben die einen Ma'an? Makam? Masafi? Ja, könnten sie haben. Was haben wir da drüben? Goodbye. Okay. Das ist die Frage. Nach Norden? Da ist auf jeden Fall eine Kreuzung. Wir fahren erstmal nach Norden. Ägypten gibt's nicht in Geotastic. Also ich bin zumindest noch nie in Ägypten gelandet. Also wird's das auch auf Google Maps nicht geben. Wie gesagt, man muss so ein bisschen wissen, welche Länder es gibt. Aber ich wüsste jetzt nicht. Ägypten... Wenn, dann hat Ägypten eine sehr geringe Abdeckung und deswegen landet man da nicht oft. Das kann natürlich sein, dass nur ein, zwei Städte abgedeckt sind und man landet dann eher in dem Nebenland mit mehr Streckenabdeckung. Da achtet das Spiel theoretisch ein bisschen drauf. Wo ist denn jetzt diese Kreuzung? Okay. Okay, Panzer ist weg. Panzer ist wieder da. Weiß nicht, brauchen die in Tunesien Panzer?
Okay, aber hier kommt nichts mehr. Wir gehen nochmal zum Start zurück. Und wir gehen mal nach Süden. Ich dachte, da vorne ist irgendwie eine Auffahrt gewesen. Das war nur eine Kurve. Die Sonne ist auf jeden Fall im Süden, also sind wir im Norden. Ja, das war uns auch vorher schon klar. Das Arabisch hilft auch nicht viel weiter. Guck mal, was die hier für Windkraft haben. Wobei, ich frage mich, ist es effizienter, dort Windkraftanlagen zu haben als Solaranlagen? Ich meine, ich würde vermuten, Solaranlagen haben hier doch einen viel größeren Output. Gut, aber vielleicht für die Nacht oder so. Jetzt wäre so ein Städtename einfach gut, nicht? 100 Kilometer bis nach... Dann hätten wir es eigentlich sofort. Steht da was? Oder bei Wolken, ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob Wolken Einfluss so groß auf Solaranlagen haben, die nicht eine andere Wellenlänge konsumieren sogar. Speed Limit. Da, wo ist das Schild? Al-Balka Al-Plide University. Ich erkenne aber das Ding da nicht. 10 Kilometer. Tja, wo auch immer mal an, die dachte auch kurz an Jordanien oder sowas vielleicht. Mal an. Die schreiben, doch, die schreiben Mutter. Mutter, du warst nie für mich da, immer hast du mich verlassen. Auch ein ganz uralter Song. Ma'in. Es fühlt sich halt an wie diese Straße hier, wo wir schon ganz oft waren. Oder hier ist so eine schöne Gerade, dass wir hier stehen. Aber da sind viel zu viel Gebäude am Rand. Und ein Ma'an gäbe es da auch nicht. Gut, das steht doch Ma'an State dran. Medina, Tabuk. Wir können ja die kurz durchgehen. Ayave. Hail. Hail oder so. Amman, Zarak, Ibritsch, Rasch. Karak, Mdaba,
Attafila Akbar. Ma'an, hier, da haben wir es doch. Wir sind wirklich hier auf der Straße, wo wir oft waren. Da ist Ma'an, da haben wir es. Okay, dann sollte es gar nicht mehr so schwer zu finden sein. Ich fahre aber noch ein Stück weiter, dann, warte mal, wir fahren Nord-Süd gerade. Das könnte jetzt hier sein. Oder hier. Das Problem ist, ich sehe hier den Knick nicht. Weil die Straße macht bei uns ja so einen Bogen rum. Gut, wir können hier hinten sein. Vielleicht deswegen auch die ganzen Dingsies. Macht natürlich bei den Panzern auch Sinn. Und danke für den Follow, Kuna. Kutna. Bei mir gibt es die Garantie, dass ich Namen falsch ausspreche. Aber ein Panzer in Tunesien, weiß ich nicht, hätte ich nämlich auch nicht so gefühlt. Und Saudi-Arabische Emirate, weiß nicht, ob die da einfach so die ganze Zeit auf der Straße rumlungern. Immerhin gibt es Pepsi. Speed Control, bitte werdet langsamer, Chat. Bitte werdet langsamer. Nicht so schnell. Prost! Das klingt nach einem Plan. Aber da kommt die Stadt, glaube ich. Also wir sind richtig dicht an der Stadt. Und wir fahren nach Süden in die Stadt. Ja, dann sind wir irgendwo hier. Und dann ist der Bogen, den wir sehen. Tja, keine Ahnung, wo der ist. Das ist der Rastplatz, an dem wir gerade vorbei sind. Ich würde sagen, wir sind gerade hier. Heute keine Pepsi? Nein, es ist doch Zockenende. Schon wieder ein Panzer. Oh, hier müsst ihr aufpassen. Hier werdet ihr direkt von der Straße weggeholt. Und ich glaube, die fackeln nicht lang. Die haben direkt Spaß dabei. Mit ihren Maschinen. Hoi, hoi, hoi. Vor allem auch süß. Dieses ganz kleine Sonnensegel so. Und es ist, sie haben trotzdem volle Sonne. Richtig hilfreich. Wow. Was? Weiß nicht. Bier? Nein, kein Bier. Energy, gekühlt und saftig. Warte, da stand, welche Autobahn das ist. Das ist gut. 11 Kilometer. Sind wir weg. Okay, dann gucken wir mal. 11 Kilometer sind das hier. Heißt, wir sind hier. Lassen wir uns hier sein. Und wir fahren, wir können mal uns orientieren an dem X. Eigentlich genau Süden. Und dann kann das die hier nicht sein. Genau Süden ist eigentlich, ja, dann müssen wir hier sein. Das würde auch hinkommen. Je nachdem, wo die Stadtgrenze ist, sind 11 Kilometer natürlich woanders. Okay, aber das ist doch gut. Akwaba. Wo ist Akwaba? Abfahrt nach Ma'an.
Das ist das Ding hier, nicht? Ma'an rüber und Ad-Kaba denn das hier. Ad-Kaba, wo auch immer das ist. Da, Ad-Kaba. Anders geschrieben. Okay. Das heißt, wir sind aber jetzt doch hier. Und da ist nämlich auch die Überfahrt schon. Okay, das ist das hier. So, das heißt, wie weit sind wir von da weg? Was mich am meisten verwirrt, wir haben hier ja noch eine Straße, die nach Westen weggeht. Es könnte die sein. Aber hier, wenn wir nach Norden fahren, und das müssen wir doch irgendwo sehen, macht die Straße nämlich einen fetten Bogen von Nordosten nach, wo landen wir am Ende? Nach Norden, also von Nordosten nach Norden. Und dann geht sie gerade weiter. Und könnten wir hier stehen zum Beispiel. Aber wir könnten auch hier stehen, aber dann geht sie nicht nach Norden genug. Die hier geht auf jeden Fall gut nach Norden, das ist sie. Okay, der Knick hat sich vorhin echt krasser angefühlt. Das Problem ist, wie können wir das jetzt eingrenzen? Gar nicht weiter. Hier ist noch eine Straße. Das müsste ja denn hier zu sehen sein, aber... Die ist zum Beispiel nicht eingezeichnet. Oder sind wir vielleicht hier? Ah, das, nee, das ist nicht nördlich genug. Ja, dass da eine zweite ist, weiß ich. Aber zwischen uns und der Kurve ist halt keine weitere. Da haben wir keinen Anhaltspunkt. Wir wissen auch nicht, was das zum Beispiel ist. Wobei die ganz leicht nach Nordosten geht. Aber wir gehen erst nach Nordosten und dann... Also eigentlich verlaufen wir eher so. Vielleicht sind wir auch hier. Dann wäre das die Straße eben. Da ist ein Gefängnis. Könnt erklären, warum da die Sachen sind. Dann wäre das hier eine Behörde. Okay. Das da vorne, wenn das eine Behörde ist... Also hier sind echt feine Nuancen, die man kaum abmessen kann. Es könnte so eine LKW-Behörde-Messstelle sein. Selamat datang, willkommen, welcome. Und was steht nicht drauf? Deutsch? Kein Willkommen?
Wir sind also nicht willkommen. Indonesien ist willkommen. Englisch. Niederlande. Die anderen Sprachen kenne ich nicht. Chinesisch, Japanisch. Spanisch. Ja, und was bist du? Ma'an Development Area. Das sind schon diese beiden Einfahrten hier. Das ist das. Also das ist jetzt das hier. Das ist die Straße vorher, das ist die Kurve und dann stehen wir hier. Irgendwelche Einwände? Die geht nach Westen weg. Das ist sogar sehr gut. Da drüben haben wir keine, da haben wir nichts. Ein Retorno sehen wir nicht. Ich logge ein. 8,36 Meter. Ja, Einwände. Zu spät. Ja, dachte ich, ich werde bestimmt. Nee, passt aber. Puh. Also die Behörde war dann das Ausschlaggebende diesmal, dass man das eingrenzen konnte. Aber von der Richtung her hätte ich eher gedacht, das ist das. Aber das geht, glaube ich, ein bisschen nach Nordwesten. Und wir sind ganz leicht nach Nordosten gegangen. Nicht? Es hat so ein Mikrometer nicht gepasst, aber das ging eigentlich viel zu stark nach Nordosten für das, was der Kompass angezeigt hat. Also da hätte ich höchstens sowas erwartet. Aber das ist schon sehr krass gewesen. Noch eine zweite Einfahrt, die hättest du ausgeschlossen. Oh, da hätten wir aber echt weit fahren müssen. Bist du der hier? Das wäre auch nicht markant genug, nicht? Da sind so viele Sandstraßen links und rechts. Aber die Petrol hätten wir nochmal suchen können. Die habe ich nämlich nicht gesehen. Das waren aber, glaube ich, diese Tankdinger auf der einen Seite. Naja, egal. Auf in Runde 3. Noch sieht alles gut aus. Und wir sind in Kanada? Vielleicht Neuseeland? Kanada? Wir fahren rechts, würde ich behaupten. Ja. Haben wir irgendwelche Flaggen? Rue Latour Street. Rue. Okay, wir sprechen Französisch hier. Können wir eigentlich ja nur in Kanada sein, oder? Oder auf Mauritius, aber ich glaube, so sieht das da nicht aus. Da hat man eigentlich immer nur die eine große Straße, auf der man startet. Schweden! Ja. Könnte noch eine dieser komischen Inseln natürlich sein, die es gibt. Rue Evangelie Street. German Bakery. Boulangerie Allemand. Hofers. Wir sind doch echt überall. Aber gut. Sieht nicht aus wie eine schöne Bäckerei, wo man wirklich gerne reingeht, oder? Alles zugewachsen. Die sieht nicht mehr geöffnet aus. Uiuiui. Aber ey. Wir fühlen uns gleich zu Hause. Sandwich. Mhm. Naja. Wenigstens steht Bäckerei dran. Früher waren wir für Made in Germany bekannt. Canada Trust. Okay. Heutzutage für unsere exportierten Brote. Subway. Du, 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 du. Alkohol Liquor. Oh, das steht vorher, hat mir aber besser gefallen, ihr altes. Oder das neue? Man weiß es immer nicht. Walmart. Also wenn wir die Ecke finden, sind wir relativ sicher, nicht? Ein Walmart wird man von oben sehen. Auch hier die ganzen Sachen. Kanadische Blablabla. Rue de Paul, Rue de Régie. Wir müssen nur herausfinden, in welcher Stadt wir sind. French Fries. Mit Poutine.
Nicht Putin, Putin. Best Wings in Town. Aha. Gut, Flügel brauche ich nicht, bin kein Engel. McDonald's haben wir. Hier, da sind doch Zeichen, die uns vielleicht interessieren könnten. Geht's irgendwie raus? Ja, nicht raus genug. Vielleicht das German Village in den USA, wo Ademar war und komischen Typen begegnet ist. Okay. Glaube ich aber kaum. Dafür ist zu viel Kanadisch da. Ah ja, okay. Deswegen die Abkürzung. Man kriegt direkt Herbst-Vibes, aber ich will noch nicht Herbst haben. Erst muss noch Sommer sein, bitte. Wobei man diesen Sommer echt in die Tonne treten kann. Ich wollte so viel IRL machen, habe mir extra ein IRL-Setup geholt. Und wie viel haben wir jetzt? 6 oder so Rad-Streams haben wir gerade geschafft und 3 IRL-Streams. Ansonsten immer Regen und nicht nur Regen, nicht? Regen wäre ja noch okay, aber immer Gewitter direkt, sodass man auch nicht rausgehen kann. Oder man geht nach dem Gewitter oder zwischen den Gewittern. Das fühlt sich nicht richtig an. Ah, echt nervig dieses Jahr. So unbeständig einfach 2024. Also so richtig groß wirkt es nicht, es wirkt aber trotzdem irgendwie groß. Hier, Marin de Chartersville-Marsch, Rolex. Aber heißt nur der Mais so? Lünenburg. Charlottetown. Ja, wir müssen erst den Start herausfinden. Vorher hilft uns das alles nicht. Ich bin der Meinung, hier war ein Schild und immer wenn ich fahre, verschwindet's. Das ist das da, ne? Okay, naja, das wird nicht helfen. Sebastian Gangon for sale. Okay, den wollen wir nicht kaufen, den Sebastian. Warte, da 66, Route 66, haben wir da was? Nee, maximal 60. Mansu Barbecue. Okay, aber es ist Chartersville. Aber Chartersville klingt jetzt nach nichts, wo ich wüsste, wo es liegt. Wobei die Ecke. Weiß nicht. Hier ist es eher bergig, nicht? Entweder eher nach da oder eher nach da, hätte ich schon gesagt. Aber Vancouver ist zu bergig. Chartersville. Und das hier war, glaube ich, zu trocken. Gut, wobei wir vielleicht da im Sommer waren. Das ist ja auch immer ein Problem. Wann wurden die Bilder aufgenommen? Humboldt. Ja, ganz oft sind wir jetzt immer in dem Bezirk gewesen hier. Sudbury, Montreal. Und hier unten bei London waren wir auch oft drin. Aber das glaube ich nicht. Wir sind schon eher in so einer
Ja, so Vermont passt eigentlich schon ganz gut vom Gefühl her. Ich meine, wir liegen schon ein bisschen höher und gucken auf irgendeine Ebene runter und ein Dorf. Vielleicht sind wir auch nur ein Ortsteil oder sowas von irgendeiner größeren Sache. Das sind mal Friedhöfe. Andere Dimension als bei uns. Wenn irgendwann Straßenschilder, weil jeder Navi hat, abgeschaltet werden, das wird ganz übel. Ob man dann Personennavi-Schilder aufstellt? Auch nicht, oder? Weil jeder ja eigentlich ein Handy dann hat. Fände ich schade, so manuelle Sachen sind doch oft hilfreich. Am Walmart müsste die Autobahn sein. Interessant. Ja, ich wollte eigentlich ja aus der Stadt rausfahren, um den Stadtnamen zu wissen, aber den haben wir ja jetzt. Das mit dem Walmart und der Autobahn klingt gar nicht verkehrt, weil ich glaube, hier wird nicht großartig Highway irgendwas dran stehen. Ich fahre nur noch hinter die nächste Kurve, um über den Hügel zu gucken und dann die Situation einzuschätzen. Okay, noch können wir nicht runtergucken. Wir sind noch mitten in der Stadt. Also da kommt nichts. Okay. Was ist hier passiert? Will ich's wissen? Lieber nicht. Schnell weg. Ich weiß gar nicht, wie ich von hier rausgefahren bin. Aber ich glaube in die Richtung nach Westen, nicht? Und dann nach Süden. Dann sind wir direkt da raufgekommen. Hier waren die Straßen ja auch echt größer. Wie kommen wir auf den Parkplatz, nicht? Das macht keinen Sinn. Aber vielleicht, wenn wir die Straße hier entlang fahren. Da kommt zumindest ein Straßenschild. Das brauchen wir. Sehr gut. Die 15. Und vom Start her, da können wir nämlich gucken, dürfte es der hier sein, nicht? New Brunswick. Ja, müsste New Brunswick sein. Und dann an der 15 dort oder an der 114? 114, da haben wir. Da ist die 15. Und wie hieß hier uns das jetzt nochmal? Shutter's Creek oder sowas. Shedlack. Ja, wir können ja nur genau hier sein. Montaukon. Dann war das andere ein Bezirk oder sowas. Chartersville. Ja, da sind wir rein. Okay. Chartersville ist ein Bezirk von Montcalm. Okay. Und jetzt müssen wir nur den Dings finden. Den Walmart. Und 15 und 114 laufen nur hier zusammen. Hier ist der McDonald's, den hatten wir vorhin auch.
Homestead. Hungry's Diner. Sushi. Liquidation Guys. Das wird hier sein, nicht? Das Ding. Marshmanken, bla bla. Also okay, den sehe ich jetzt nicht, den. Aber es dürfte reichen. Ja, ist beim riesigen Kreisverkehr. Da! Walmart Supercenter. Ja, stimmt. Und hier ist, glaube ich, auch der Canadian Tire und der Alcohol MB Liquor. Dann kommen wir hier raus. Rüde Gasp. Ja, 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 irgendwie so. Unsere Straße heißt Rüde Gasp, Rüde Piel. Rüde Gasp, Rüde Piel. Oh, dann stehen wir hier. Also stehen wir nicht, wartet. Wir kurz checken. Ihr müsst ja dann auf der Seite hinter unserer Straße direkt noch so eine kleine Straße kommen. Und das kommt irgendwie nicht. Die ist falsch eingezeichnet von Maps, nicht wahr? Das, die Hausauffahrt ist als Straße markiert. So, und wir stehen aber ein bisschen Richtung Osten guckend. Oh, und auf der Westseite. Aber warte mal, wir stehen Ost-West, ja. Und auf der Südseite stehen wir mittig vor dem ersten Haus. Ja. Also da. So vielleicht. Auf der Nordseite stehen wir vor dem dritten, eineinhalb, ja. Das eine steht so ein bisschen seitlich. Und wir stehen vor dem anderen, also genau dazwischen. Ich würde sagen, das passt. 5,54 Meter, weil wir hier auf dem Rasen geparkt haben, angeblich. Sehr gut. Damit geht es in Runde 4. Welcome to Africa. Oder so. Ich würde sagen, Kenia oder Lesotho, was wir gestern hatten. Oder Botswana. Und darauf trinken wir erstmal ein. Ich würde aber sagen, wir haben noch 2 Runden. Und die machen wir in der nächsten Aufnahmesession.